Nach der Diskussion gestern im Forum habe ich mal überlegt, inwieweit man mit geringem Aufwand sowas wie diese Skelettmodelltechnik zum Modellieren von zusammenhängenden Objekten bauen kann. Und ich habe da jetzt mal so einen 100-Zeiler geschrieben. Und der funktioniert so, dass ich also jetzt hier ein Trägerobjekt habe. Das ist ein Kegel, den habe ich ein bisschen geöffnet. Und dann habe ich eine Kugel, die hängt hier oben am Punkt 1 vom Kegel. Und hier unten haben wir noch so einen Donut, der hängt am Punkt 4. Und das Ganze funktioniert so, dass ich quasi so ein Transformationsobjekt habe. Und das rufe ich mit den entsprechenden Argumenten auf und dann entsteht hier ein Controller für die Kugel und ein Controller für den Torus. Und immer wenn die Form oder die Lage von diesem Koordinatensystem, von dem Cone, sich ändert, dann müsste ich die beiden Funktionen aufrufen. Und damit es jetzt nicht so aufwendig ist, habe ich das in der Makro gesteckt und schau mal, wie das alles funktioniert. Also, ich habe jetzt hier diese Konfiguration da und ich starte diesen Skript einfach mal. Ich habe den jetzt mal Vertex Plugger genannt und jetzt kann ich mal schauen, was passiert. Ich habe hier die Kugel, den Kegel und wenn ich jetzt hier den Radius vergrößere und rufe den Einzelschritt auf, dann rutscht hier unten der Donut wieder auf die Ecke drauf. Und ich kann das jetzt also auch mit dem zweiten Radius machen, kann den vergrößern und könnte auch die Höhe vergrößern. Und rufe das auf und dann ist auch die Kugel wieder an ihrer richtigen Stelle. Ich könnte den Winkel ändern. Gut, das hat jetzt keinen Einfluss, weil die genau auf den anderen drauf liegen. Das war ein blödes Beispiel. Aber wir können jetzt mal hergehen und könnten mal noch die Position verändern. Das heißt, ich schiebe jetzt den ganzen Kegel mal nach unten. Achso, das muss ich erst anwenden. Und dann rutschen die auch nach unten. Und ich könnte also jetzt auch das alles ein bisschen drehen. Und dann wird das mitgezogen. So. Und dieses Verfahren kann man jetzt beliebig erweitern. Das heißt, ich kann jetzt an jede Ecke eines Hilfskörpers ein anderes Objekt anhängen. Und wenn ich dann das Grundobjekt verändere, dann ändert sich das Hilfsobjekt. Dann ändern sich die Satellitenobjekte einfach mit. Wenn ich jetzt hergehe und ich sage, diese Kugel möchte ich gern jetzt mal noch ein Stückchen verschieben. Dann muss ich diese Zuordnung neu wiederherstellen. Und wenn ich dann meinen Kegel verändere, dann rutscht die Kugel mit und die rutscht dann einfach relativ zu diesem Punkt weiter. Das heißt, diese Kugel muss jetzt auch nicht unbedingt an diesem Referenzpunkt liegen, sondern die kann irgendwo im Raum liegen, macht aber dann alle Bewegungen von diesem Referenzpunkt mit. Man könnte jetzt das Ganze entsprechend verallgemeinern und sagen, ich kann ein Objekt einer Fläche zuordnen, wobei man dann klären musste, was ist der Referenzpunkt, was passiert, wenn sich die Größe der Fläche ändert und all dieser Zauber. Aber rein theoretisch ist da alles möglich, man muss nur wissen, was man will.